willkommen in Rudis Restaurant. Ja, da fangen wir mit an, was wir zwar nicht unbedingt gehört haben, also zum Teil schon, aber wir haben festgestellt, dass wir wurden darauf hingewiesen, dass es bei Audible bzw. bei Amazon verschiedene WDR-Hörspiel-Speicher-Hörspiele gibt, die man jetzt auch käuflich erwerben kann. Zum Beispiel gibt es da einige Radiotate von Dirk Schmidt und so weiter, einige Krimis. Und im September sind drei neue Hörspiele erschienen, und zwar einmal die Tarnkoppe. Ich wollte mich jetzt so dran konzentrieren, weil der Autor Reinhold Schneider heißt, dass ich in dem Fall nicht Reinhold Schneider sage, dass ich das O dann schon bei der Tarnkoppe verwendet habe. Da geht es um Kuchen wahrscheinlich. Nee, was war ja. Schneekoppe? War doch alles Mögliche, ne? Schneekoppe ist doch so Zuckerersatz, oder? Zuckerersatz. War das jetzt sowas? Ich weiß, ich habe schon lange nichts mehr von Schneekoppe. Gibt Schneekoppe noch? Keine Ahnung. Ich weiß nur, wir hatten damals einen traurig und Altgag gemacht und hinten auf die Zeitung, die wir am Anfang immer hochgehalten haben, Werbung gemacht und da so einen Kothaufen und dann immer Kotkoppe drüber geschrieben. Das fanden wir damals witzig. Schlimm, oder? So ein Scheiß. Ich find's nicht so schlicht. Kotkoppe. Ja. Wo war ich? Tarnkappe. Genau, von Reinhold Schneider. Eine WDR-Produktion aus 1959 ist zum Beispiel jetzt im Handel erhältlich. Genauso wie Marloff und der Alpha Spider. Warum jetzt ausgerechnet die Folge, weiß ich auch nicht, aber naja, immerhin. Von David Zendemeyerowitz. Und Thorsten Nechs School Shooter. Den haben wir auch damals gelobt und den könnt ihr käuflich erwerben. Das ist wahrscheinlich der am schwierigsten auszusprechende Titel der Welt. Thorsten Nechs School Shooter. Also ja, ist ein bisschen viel. Holla. Jo. Ja, also wie gesagt, haben wir euch zum Teil ja auch schon vorgestellt und jetzt könnt ihr das Ganze auch kaufen. Wir werden das im Auge behalten. Dann mal wieder eine Lady Bedford, die wir gehört haben, und zwar die Lady Bedford 85, 11.09. Lady Bedford und der Preis des Erfolgs. Und zwar geht es los damit, dass Lady Bedford sich ganz ungezwungen mit Portman unterhält, dem Professor, ihrem Freund. Und dann taucht auf einmal ein Typ auf, der eine Waffe vorsetzt, Lady Bedford gefangen nimmt und obendrein auch noch Portman, der quasi dazwischen gehen will, anschießt. Das ist erstmal Mordsaufruhr natürlich und Polizei versucht natürlich Lady Bedford zu finden, Max natürlich auch. Dann dröselt sich so nach und nach auf, dass es anscheinend irgendwie nicht um eine Entführung ging, weil eben kein Lösegeld gefordert wird. Ja, so ist halt die Frage, warum das so geschehen ist, ob das jetzt mit Portman vielleicht doch zusammenhängt oder ja und so weiter und so fort. So entwickelt sich ein Krimi-Plot, der ja jetzt also mich nicht sonderlich vom Hocker gerissen hat, ganz ehrlich gesagt. Also kann ich mit Lady Bedford nichts mehr anfangen. Ich weiß nicht. Das klingt alles irgendwie zu ähnlich, bis auf so ein paar Ausreißer, die wir hatten. Die 75 hängt halt mir immer noch so im Hinterkopf nach oder so Folgen, wo wirklich was Drastisches dann passiert. Also selbst diese Folge, wo sie in Neuseeland waren, selbst das war irgendwie vom Krimi-Plot her irgendwie das... Ich hab nicht gehört. Das war das mit dem Gletscher, Tod im Eis. Nee. Es ist halt einfach auch schwierig, noch pfiffige Krimi-Plots in ein festes Setting halt reinzupacken. Und irgendwie, finde ich, merkt man das halt. Auch wenn man ja so nach und nach das Figurenkabinett erweitert hat. In dem Fall eben Portman, wo es eben auch um die Verwandtschaft geht. Aber es ist halt irgendwie von der ganzen Art her, wie es erzählt wird, aufbereitet ist, ja, weiß ich nicht. Also mich reißt das halt nicht wirklich. Ja, das Problem ist, dass viele fühlen sich, glaube ich, bei Lady Bedford dann einfach auch zu Hause. Bei mir ist das halt irgendwie nicht wirklich der Fall. Also wenn das jetzt so ist, quasi man legt das ein und fühlt sich da halt in diesem Universum wohl, weil man so die Person halt kennt und ja, so ein Krimi dann einfach so hört. Ja, irgendwie funktioniert das bei mir leider anscheinend irgendwie nicht mehr wirklich. Ist aber, glaube ich, dass das auch schon alles eigentlich erzählt ist. Ich meine, wir sind bei 85 Folgen und ist ja einmal nur ein beschränkter Kosmos. Ich meine, selbst wenn die Handlungsorte mal wechseln, aber die Figur bleibt ja immer die gleiche. Und auch wenn man da immer mal mit anderen Haupt- oder mit Hauptfiguren da mal einen neuen Wind reinbringt, es ist halt trotzdem immer wieder dieselbe Gemengelage. Mhm. Ist halt auch sehr eingeschränkt. Also man kann halt relativ wenig Action reinbringen, weil es ist halt eben Lady Bedford, die fährt halt mit dem Porsche mit 180 über die Autobahn oder
Springt mit falschem Alpha Hose Spider. Flugzeug, das ist. Ja, ist schwierig. Aber ja, für Fans kann man sich, glaube ich, ja, für die drauf verständigen. Fans. Ja, dann ging es auch erfreulicherweise mit Raumschiff Promet weiter, der Serie aus dem Hause Winterzeit. Ja, der Auftakt, die ersten beiden Folgen, das hat uns ja recht gut gefallen. Also gerade die erste Folge, die ist jetzt ein bisschen abgegriffen, wenn ich das so sage, also ein bisschen frischen Wind reingebracht hat, eben weil wir parallel zum Beispiel auch Fraktal ja hören und uns da so ein bisschen bitter aufstößt, dass man da jetzt quasi sich so komplett auf den reinen Science-Fiction-Plot versteift und ein bisschen in Klischees badet. Und bei Raumschiff Promet war es eben schön, weil man von einer anderen Perspektive aus rangegangen ist, eben von Außerirdischen aus, die in Figur von der Hauptfigur, in Person der Hauptfigur auf der Erde stranden und eben ja die andere Hauptfigur, die im Mittelpunkt steht, nämlich derjenige, der die Promet eben fliegt, dass die beiden eben aufeinandertreffen und ja, erstmal natürlich Verständigungsschwierigkeiten haben, denn so ein Außerirdischer kann ja kein Deutsch oder Englisch, was in vielen Filmen auch immer merkwürdig ist, wenn die Außerirdischen auf der Erde landen und dann fließend Deutsch können. Ja, irgendein Translator, ja. Hier ist es so, bitte? Babelfisch, richtig, ja. Genau. Ja, mit dem Babelfisch kann ich mir das vorstellen, aber sonst, ja. Das wäre mir ja schlecht. Ja, hier wird das, finde ich, sehr clever dargestellt und gut dargestellt, denn man kommt sich eben so nach und nach näher und versucht sich zu verständigen, aber es klappt eben nicht hundertprozentig. Und die einzige Möglichkeit, das geschieht nämlich dann in Folge 3 unter anderem auch, eigentlich aber auch schon in Folge 2, ist eine Operation tatsächlich, die aber große Risiken birgt. Aber der Außerirdische will eben um jeden Preis in Kontakt kommen mit der Menschheit, weil eben dieser Planet, deswegen ist er auch losgezogen, Rettung bergen soll für sein Volk, das ja seit Jahren unter der Erde lebt, weil eben der Planet verseucht ist durch den Krieg, der auf der Oberfläche stattgefunden hat. Auf jeden Fall gelingt diese OP und jetzt können sich alle miteinander verständigen. Und ja, das nächste, was eben ansteht, ist, dass ja dieser neue Antrieb, der eben auch außerirdischen Ursprungs ist, ausprobiert wird und in die Promet eingebaut wird. Und ja, das Ganze eben quasi an den offiziellen Stellen vorbei geschleust werden muss, weil eben da, bürokratisch wie man so ist auf der Erde, alles seinen konkreten Gang haben muss und alles angemeldet werden muss. Aber das Problem ist halt, wenn man sowas macht, dann sind natürlich begierige Leute hinterher erstmal, die darauf aufmerksam werden. Deswegen versucht eben die Crew der Promet, das vorbeizuschleusen und es gelingt dann tatsächlich auch. Nicht ganz, denn die Behörden sind doch darauf aufmerksam geworden. Aber dieser Sprung ins Ungewisse, wie die Doppelfolge, wenn man das so will, jetzt heißt die 3 und 4, um die es jetzt eben geht. Die 3, der Sprung ins Ungewisse, Teil 1, der verlorene Sohn, und die 2, das Auge des Bösen. Die Promet springt dann eben durch, Gott, Science Fiction. Ich kenne mich hier mit diesen technischen Details nicht aus. Die springt halt, wie das so andere Raumschiffe auch machen in anderen Science Fiction Serien, eben ins Ungewisse, weil sie eben nicht genau kontrollieren können, wo sie denn landen werden. Und treffen dort weit entfernt von der Erde auf eine Raumstation und versuchen eben dort an Bord zu gelangen und herauszufinden, was es mit dieser Raumstation auf sich hat. Ja, hat man schon das Übliche im Hinterkopf, eben diese Figuren, wie sie ja gern so benutzt werden in anderen Serien. Also hier der Held, der zusammen mit seinem außerirdischen Kumpel vorweg marschiert und die anderen, die halt Bedenken haben, dass sie das mal lieber nicht machen sollen. So ist halt die Crew, innerhalb der Crew, das Ganze eben schön verteilt und führt eben auch zu Spannungen. Und ja, auf dieser Station passiert dann natürlich auch was, das man nicht einsortieren kann und das für mysteriöse Momente und Spannung sorgt. Und so wird eigentlich, ja, doch die Spannung über die zwei Folgen gehalten und ist ein schöner Zweiteiler. Hat jetzt aber leider nicht mehr so ganz das Besondere der ersten Folge, fand ich. Weil der Hintergrund jetzt eben nur so bedingt eine Rolle spielt. Insofern natürlich, weil der Außerirdische an Bord erstmal geheim gehalten oder seine Herkunft geheim gehalten werden muss, was dann aber natürlich doch rauskommt und dann wieder für Spannung sorgt. Insofern spielt es ja doch eine Rolle, aber ja, so der Grundplot rückt jetzt erstmal so ein bisschen nach hinten. Erstmal. Aber es ist trotzdem immer noch tatsächlich eine Hörfreude. Es macht echt Spaß, dem zuzuhören. Und also gerne mehr davon tatsächlich. Ist eine schöne Serie. Gefällt mir ja, gut. Und hat ja ein super Titellied. Ist wirklich, also das gefällt ja, mir sehr gut. Ja, das ist so, ich weiß nicht, das hat sowas von den 80ern irgendwie. Cool. Ja, muss ich mal rein. Habe ich gerade mal von der ersten Folge, ich glaube, die zweite habe ich gar nicht gehört. Ich glaube, ich habe nur die erste gehört. Ja, kannst du ja jetzt in einem Rutsch
zwei, drei, vier Genau, rein. könnt mir nochmal nachhören, genau. Ja, ich habe aber dafür was gehört, und zwar den neuen Sebastian Fitzek. Also so neu ist er nicht mehr, der kam schon im September raus. Bei Audible wieder ein ungekürztes Hörspiel aus dem Regiestuhl quasi von Johanna Steiner. Was für ein Regiestuhl, hört sich auch ein bisschen komisch an, ja. Wir gehen auf hohe See. Es geht um verschwundene Menschen, insbesondere Kinder, die auf Kreuzfahrtschiffen verschwinden. Im Mittelpunkt steht Martin Schwarz, der ist Polizeipsychologe und hat tatsächlich auch vor Jahren seine Frau und seinen Sohn verloren. Sie sind nämlich bei einer Kreuzfahrt über Bord gegangen und seither verschwunden. Ja, er wird von einer älteren Dame engagiert, die sich auf einem riesengroßen Kreuzfahrtschiff befindet, der Salton of Seas. Und die möchte ihn engagieren, damit er da aufklärt, was an Bord dieses Schiffes so Merkwürdiges passiert. Und wie man es bei Fitzek sich denken kann, es geht übelst zur Sache. Es werden wieder ganz, ganz, ganz bitterböse Szenen geschildert und das auch in aller Dreste, weil ungekürzt alles, was im Buch war, ist auch im Hörspiel enthalten, was mitunter sehr, sehr haarig ist. Also das ist schon, ja, also gerade mit den Kindern und Kindesmissbrauch in so einem Thriller, ist wahrscheinlich ein bisschen zu heftig für den einen oder anderen Hörer. Was vielleicht auch ein bisschen abschreckend ist, es ist sehr erzählerlastig. Also Simon Jäger muss hier wirklich ganz, ganz, ganz viel erzählen. Es sind relativ wenig Spielszenen, also nicht so, wie man es jetzt von Amok-Spiel kennt, was ja wirklich quasi, wo der Erzähler ja kaum stattfand. Aber hier ist es schon wirklich mit langen Passagen drin. Also da muss man schon gerade am Anfang ein bisschen Durchhaltevermögen verweisen, bis es dann wirklich an die Spielszenen geht. Es ist auch, was mir so ein bisschen nicht gefallen hat, war die vielen Klischees. Also gerade diese Figur dieses Polizeipsychologen, der strotzt so vor diesen kaputten Polizeiklischees. Also so dieser runtergekommene Kommissar, der halt nur noch für seinen Job lebt, weil er halt da familiär dieses schwere Schicksal hinter sich hat und sich dann in die Arbeit stürzt und dann nur noch so ganz üble Sachen macht, die keiner machen will, weil er eh nichts mehr zu verlieren hat. Ist mir ein bisschen zu dicke gewesen. Aber ansonsten ist es, wie bei Fitzek üblich, spannend, sehr gut durchdacht. Also, man hat am Anfang hat man so ein bisschen die Schwierigkeiten reinzubekommen, weil es wirkt alles ziemlich wirr und ein bisschen undurchsichtig. Aber Fitzek gelingt am Ende wirklich so gute Wendungen und so clevere Wendungen, dass das alles wieder in die Gerade rückt. Also, insofern ist es doch schon wirklich sehr hörenswert wieder gewesen. Ich würde sagen, es ist vielleicht der schlechteste Fitzek, aber das ist immer noch ein Niveau, wo man eigentlich nicht meckern kann, weil das halt wirklich total spannend ist. Aber wie gesagt, Vorsicht, das ist auch ziemlich heftig und es sind einige ganz, ganz üble Szenen drin. Und also insofern sollten sich da zartere Seelen und Mägen etwas zurückhalten beim Hören. Aber ansonsten würde ich es doch empfehlen wollen. Habe ich auch noch Ja. vor mir. Jo, Ja, das war's schon. das war schon mit den Resten. Na dann machen wir den Das Deckel drauf. ging ja schnell. So nach dem Oktober ist es ja. Ist richtig. Dann ab in die Gedöns. Reste-Kategorie für heute. Ja. Gedöns.